Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und zu unserem kleinen süßen Junk Journal von Anfang an, ne, habe ich euch heute das Thema Signaturen verschönern mitgebracht und mal ein bisschen erklären, was ich wie wo mache. Und dass ich dieses Video mache, hat noch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen seit dem letzten Video, was ihr gesehen habt, weil ich mich mit ein paar Happy Mails beschäftigt habe. 5 von 7 habe ich fertig und schon verschickt. 2 stehen jetzt noch aus, aber da habe ich auch noch ein paar Tage Zeit, die in Ruhe und fein zu machen. Nur da war mir wichtig, dass ich einfach meine Happy Mail Tauschpartner mit in Happy Mails versorge und deswegen habe ich hier eine kleine Videopause eingelegt. Aber weil mich das Thema Happy Mails so beschäftigt hat, wird das nächste Video, also nicht dieses, sondern das danach, wird sich dann mit dem Thema Happy Mail mal kurz beschäftigen. Warum ich das mache, wie und was hat man davon überhaupt? Das soll aber nicht immer dieses Video sein. Ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, gute Idee, könnte man machen. Und lasst uns in Austausch gehen mit Kommentaren und Co. Ich kriege immer mehr Kommentare, ich finde das total gut. Ich freue mich. So, zurück zu diesen Signaturen. Ihr habt ja schon festgestellt, ich habe das Cover, sagen wir, so gut wie fertig. Ich habe jetzt hier noch so einen kleinen Halbstein liegen. Sowas, das werde ich gleich nochmal aufs Cover tüdeln, aber ich glaube nicht, dass ihr mich damit begleiten müsst. Das ist wahrscheinlich eher unnötig. Ja, ich gehe immer so vor, wenn ich, oder was heißt immer, also ich gehe meistens so vor, weil immer ist bei mir ein wirklich schlechter Begriff, weil manchmal kommt es mir auch in den Sinn und ich mache es komplett anders und binde zuerst die Signaturen ein und stempel und stenzel dann durch die Gegend. Habe aber festgestellt, dass es leichter ist und schöner werden die Sachen, wenn man die Signatur noch lose hat. Ich habe jetzt hier tatsächlich so lose, dass ich es hier noch nicht mal zusammengebunden habe, weil die Blätter ganz gut ineinander liegen. Und ich habe dann meistens die Reihenfolge erst meine Runde Stencil. Also ich gucke mal hier und dort passt schön Stencil hin und danach Stempeln. Weil das Thema Stempel und Stencil kann man sehr gut kombinieren. Nur meistens so rum, dass man erst den Stencil aufs Blatt bringt. Dass, wenn man jetzt hier solche Formen nimmt und mit so einem weichen Bürstchen arbeitet, ja, werdet ihr gleich sehen, dann wird der Hintergrund weich. Und wenn man dann einen, sag mal, scharf geschnittenen Stempel, also einen, der wirklich richtig deutlich stempelt, nimmt, den kann man dann wunderbar da drüber setzen, ohne dass sich das irgendwie komisch beißt oder ähnliches. So, lange Rede, kurzer Sinn. Stencil zuerst, dann Stempel. Danach gehe ich dann meistens hin und baue noch Taschen, Ecken, Ausklappsachen, Tülü, kommt dann danach rein. Das Ausklappgedöns und Taschen und so kann ich aber auch wunderbar einbauen, wenn die Signaturen eingebunden sind. Das funktioniert so. Die ganze Dekoriererei funktioniert dann auch noch gut, wenn die Signaturen eingebunden sind und dementsprechend kann es mal sein, dass ich erst einbinde und dann anfange weiter zu dekorieren. Jetzt zum Beispiel Spitze, Charms, Taschen, was auch immer. Das wird so ungefähr die Reihenfolge dieser Videos noch sein. Heute Stencil. Mal gucken, wie lang das Video wird, vielleicht werden es auch 2. Stenciln zähle ich auch noch mit zum Beispiel hier Krakelierpaste oder Strukturpaste. Was zu machen, das macht man am besten nämlich auch, ja, mit dem Stencil, ist ganz gut, und wenn die Signaturen halt noch offen sind. So, ich packe mal mein Cover jetzt erstmal hier so komplett hier zur Seite, dass das hier nichts abbekommt. Und dann schnappe ich mir erstmal die erste Signatur hier oben. So, und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder Ideen, dann haut mir das gerne in die Kommentare. Ich werde jetzt hier nicht jedes Blättlein bestenzeln, weil es ist einfach auch sonst zu unruhig. Ich habe mir hier diverse Ornamente, Blumen, Blätter und ein paar einfach Strukturen, hier diese Mauersteine, ausgesucht. In diese Signaturen und in dieses ganze Thema Happiness passt meiner Meinung nach nicht Steampunk, Vintage, irgendwas, ist Vintage schon, aber Steampunk nicht, oder Gothic oder Hexen oder hast du nicht gesehen. Dementsprechend habe ich hier jetzt so fröhliche Ornamente und Blumen und Schrift. Also wenn ich mir diese Seite anschaue, finde ich, hier ist schon ziemlich viel drauf. Diese Seite würde ich maximal Stempel draufpacken, aber kein Stencil.
Ne, weil man hier anfangen könnte zu stenciln, wäre tatsächlich hier auf dieser Seite würde ich so diese Ecke zum Beispiel stenciln. Oder die obere Ecke und dann die untere Ecke. Dann, sag schon. Ja, ich mache die obere Ecke, genau. Und die untere Ecke würde ich dann zum Beispiel, könnte ich dann Täschchen reinmachen. So, und da fällt mir zum Beispiel so ein Halbkreis ganz gut ein dazu. So, ich muss mal gucken, ob ich im richtigen Bildausschnitt noch fein bin. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich habe jetzt die Seiten ein bisschen runtergezogen, weil ich nicht auf die Rückseite stenciln will. Nicht wundern, ich habe gestern ein paar Mückenstiche abgekriegt. Das kribbelt noch ein bisschen in den Fingern. So, ich habe einmal Victorian Velvet und einmal Vintage Photo. Die beiden passen meiner Meinung nach wunderbar hier zu der, zu dem Thema und zu der Signatur. Hier möchte ich jetzt mal ein bisschen Victorian Velvet draufbringen. Und schön ist auch, dass wenn man den Stencil nicht sauber macht, dann mischen sich die beiden Farben. Und das ist ziemlich cool, wie ich finde. Also, nichts gegen die Leute, die ihre Stencil sauber machen, ne? Aber manchmal ist der Effekt auch sehr schön, wenn man das nicht tut. Guck mal, was das für ein schönen kleinen Effekt gibt. Ja, wie gesagt, bevor ich die Signaturen binde, rutsche ich die Seiten eh nochmal so hin, wie sie sein sollen. Auf so Buchseiten kann man wunderschön mit einer dunklen Farbe, also einem zum Beispiel Ground Espresso oder auch einem Black Soot stempeln. Man kann es auch mit jedem anderen Schwarz und jedem anderen Braun tun. Ich habe jetzt einfach die Ranger-Farben, weil mir die einfach total gut gefallen. Also die Distress Oxides und Inks sind super. Mir gefallen die, wenn jemand andere Farben hat oder andere Firmen. Warum nicht? So, hier haben wir ja schon mal so eine vorbereitete Tasche oder sowas in der Art. Kann man entweder was kleinen Bird dran machen mit so einer, mit so einem Riegel oder. Ja, da werde ich mir was ausdenken. Das kommt aber später, nicht Thema heute. Ja, das Ding hier zum Beispiel. Könnte man jetzt, wenn man das so hat, dadurch, dass wir den dort haben, könnte man jetzt wunderbar den hier stenzeln. Ich denke gerade mal drüber nach, wie ich das mache, ohne jedes Mal die Signaturen auseinander zu flippen. Ich mach mal. Ich habe hier so eine schöne Rückseite von einem ganz alten Stamperia-Papier. Warum auch immer. Bei den alten Versionen, weil man die Rückseite einfach weiß. Also da gab es ja, die letzte und die erste Seite waren halt nur weiße Rücken. Sehr schade, weil man da ein bisschen Papier verschenkt hat. Aber gut. So. Ich will jetzt die komplette Hälfte. Also ich sehe jetzt, dass hier oben und unten abgeschnitten ist, ein bisschen. Und ich setze jetzt hier bei diesem Teil Stenzeln. Ich mag so Wiederholungen, wenn sie geschickt gemacht sind. Also Musterwiederholungen. Nicht auf jedem Blatt und nicht überall und nicht eins vorne und hinten, sondern eher irgendwie das, was die Amis decent nennen. Wahrscheinlich so fein übersetzt. So, das gefällt mir sehr gut. Jetzt habe ich das Unterblatt einfach genutzt, um abzufangen, dass die unteren Seiten was abbekommen. So, auch hier. Ich würde es jetzt echt nicht mit Stenciln übertreiben. Hier habe ich nämlich auch schon wieder so eine schöne, herrlich unruhige Seite. Hier habe ich eine. So, hier zum Beispiel. Hier könnte ich mir, wenn ich hier die Blümchen sehe, quasi ein Fortführen der Blümchen vorstellen. Dadurch, dass die Seite und auch die gegenüberliegende Seite hoch, jetzt habe ich hier ein bisschen rumgesagt, ein bisschen bräunlich ist. Nee, dich nicht. Ich hätte doch irgendwo hier so eine schöne Blumengirlande. Wo ist sie denn? Würde ich mir jetzt das hier so vorstellen. Ja. Ausrichten, dass hier alles schicki bunti drauf passt. Ja. Dieses Mal aber in Vintage Photo als Überleitung zu dieser vergilbten schönen
Musikseite und dem Kaffeefleck hier. Oh, ich habe heute Morgen schon wieder Papier gefärbt. Das habe ich gestern Abend, habe ich das in meinen Bottich geschmissen. Ich habe so eine alte Auflaufform. Die ist auch schon so leicht rostig, was immer einen coolen Effekt gibt. Und da habe ich gestern Abend so einen löslichen Kaffee reingeschmissen und Papier reingeschmissen. Und das lag jetzt mal so 12 Stunden da drin. Das ist an sich schon echt gut geworden, aber die sind ganz schön dunkel, muss ich sagen. Also ich werde noch eine Ladung Papier färben mit Tee, damit ich so ein bisschen mischen kann. Weil nämlich wir ein kleines, süßes Junk Journal, ja, nennen wir es Design Team, weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Weiß nicht. Jessie, wie nennen wir das? Design Team? Ist das ein Design Team? Auf jeden Fall ist das lustig und fein. Eine lustig feine Zusammenkunft von Bastlern, die wir uns zusammengeschlossen haben. Da haben wir nämlich vereinbart, dass wir uns gegenseitig Signaturen schicken, um sich jeder ein schönes, feines Junk Journal zusammenzubauen, aber mit den Signaturen, die man so geschenkt oder geschickt bekommt. So, dadurch, dass wir 7 sind, nach Adam Riese, kriegt dann jeder 6 Signaturen. Ich glaube, Jessie hat auch schon ihre Signaturen, die sie gemacht hat, auf ihrem Kanal hochgeladen. Müssen wir mal vorbeigucken. One More Vintage Design. Da könnt ihr sehen, was wir so Schönes anstellen. Ja, macht total Spaß auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch erzählen, ich habe dann das Papier gefärbt. Es ist recht dunkel geworden und ich hoffe jetzt natürlich, dass sich jeder so ein bisschen was Vintage-mäßiges wünscht. Einer hat schon angefangen, sehr cool. Und dann werde ich voraussichtlich noch Tee färben, damit es so ein bisschen unterschiedlich ist. Also hier habe ich zum Beispiel, wenn man den Unterschied mal sieht, das ist ein teegefärbtes Papier. Da habe ich den Tee sehr stark gemacht und noch recht lange liegen lassen und das ist ein sehr stabiles Papier. Ich habe aber auch, wenn mich alles täuscht, irgendwo Kaffee gefärbte. Das hier ist Kaffee gefärbt. Da habe ich aber einen leichten Kaffee gemacht und habe die Blätter ziemlich nah aneinander gelegt und dann den Kaffee rüber geschüttet. So, den gleichmäßigen Effekt wie hier kriegt man dann, wenn man erst die Flüssigkeit reinmacht und dann die Blätter drin versenkt. Dann gibt es zwar auch noch solche Effekte, dass die irgendwo hier mal so ein bisschen zusammentitschen, aber insgesamt ist der Färbeeffekt wesentlich gleichmäßiger. So, jetzt kommen wir hier mal zu einer Sache, die mir sehr gefällt. Also ich habe hier ein ziemlich stabiles Papier zum Ausmalen, ne? Hier ist so ein Zentangle-Dingenskirchen. Ausmalbuch für Erwachsene. Und die Rückseite ist, ach komm, verschieb die doch nicht so. Ist ziemlich weiß. Das ist hier so ein willkommenes Dingen für mich mit meiner Krakelierpaste. Die lieb ich ja. Und ich glaube, die muss ich mir auch wieder kaufen. Also ich habe die auch noch in Blau. Ist auch fein. Nur längst nicht das, was dieses Gold hier mag, vermag. Was ich jetzt mache, ich werde jetzt hier, also ich liebe, ich rede wirres Zeug, ich liebe diesen Stencil, weil der ziemlich, vielleicht hört man das, sieht man das? Sieht man das? Ja. Der ist ziemlich stabil. Und den liebe ich einfach mit dieser Krakelierpaste oder auch mit Strukturpaste zu benutzen. Dafür nehme ich mir jetzt allerdings mal ein anderes Schmierblatt, damit ich nicht gleich mein Unterlegblatt hier versau. Hier so einen alten Packzettel, das ist auch gut. Wenn ich diesen Stencil hier drauf schmiere, muss das Herzchen natürlich trocknen, ne? Ist klar. Ich muss jetzt auch nicht die komplette Signatur mit eurer Hilfe hier durchdekorieren. Oder also alle Signaturen, weil sonst sitzen wir hier morgen noch. Das ist nämlich wesentlich mehr, als in einem Video passt. Ich werde jetzt hier diese Krakelierpaste drauf schmieren und dann lege ich diese Signatur zur Seite. So, ich habe hier so einen kleinen süßen Marabu-Spatel. Ob der jetzt von Marabu ist oder von sonst zu wem, ist vermutlich wurscht, egal. Platziere mir hier meine Stencils so, dass ich möglichst keine von diesen kleinen Mini-Dingern hier, diese kleinen Teile, dass ich möglichst nicht irgendwo einen halben habe. Also ich versuche schon die ganzen Minis auf die Seite zu packen, dass nicht irgendwo ein halber im Orbit rumhängt. So. Und dann nehme ich diese Krakelierpaste. Wie gesagt, Strukturpaste tut es genauso, ne?
Vielleicht wird der eine oder andere sagen, oh mein Gott, du trägst das ja völlig falsch auf. Ja, mag sein. Aber ich trage es auch so. Mit dem einen oder anderen Medium werde ich bestimmt noch ein bisschen üben und besser werden. Garantiert. Bin mir ganz sicher. Aber ich finde einfach dieses Krakelier-Mousse, Strukturmousse herrlich. Und dieser kleine Spatel ist auch wirklich Gold wert. Also ich habe das vorher habe ich das mit dem Fischmesser gemacht. Das ging auch echt gut. Weil dieser Spatel hat so eine Flexibilität. Da geht das noch weit besser. Muss ich mal sagen. Schön verstreichen. So, und jetzt ist wichtig, wenn man den ganzen Spaß hier hat. Ich weiß gar nicht, habe ich meinen Kopf jetzt ins Bild gesteckt? Ich hoffe nicht. Sieht man, dass ich mich nicht perfekt gekämmt habe, bevor ich einen Zopf gemacht habe. So, bevor man das jetzt irgendwie abwischt, irgendwas von der Ecke hochziehen. Dass sich von selbst löst und vom Blatt lösen. Oben ist ein bisschen was abhanden gekommen. Nicht weiter schlimm, würde ich jetzt mal sagen, in meinem jugendlichen Leichtsinn. Jetzt nehme ich meinen Stencil, lege den erstmal irgendwie zur Seite, wo er nicht anschmiert. Mache meinen Crackle Mousse wieder zu. Bin schon total weit gekommen, ist Seite 7 oder so jetzt hier. Diese Signatur darf erstmal Pause machen. Gucken, wie lange. So, einmal einen Pausenplatz für eine Signatur. Nein, sitzt da oben, bleibst du. Ja, da. Mal gucken, dass wir nicht die Pfötchen hier mit Cracker Mousse vermatscht haben. Das ist trocken. Und dann nehmen wir jetzt nämlich die nächste Signatur. Und so arbeite ich immer so hin und her im Flow, ne? Also, ach Gott. Im Flow bleiben ist ganz wichtig. Mein Stuhl macht sich hier selbstständig. Das heißt nicht einfach, das Ding muss trocknen. Ich nehme das nicht. Ich gucke erstmal durch, was kann ich tun. Also bei solchen Seiten hier würde ich jetzt zum Beispiel nie im Leben Stencil draufsetzen. Ja, also hier würde ich vielleicht das hier unten ankleben, um dann hier ein kleines Einstecktäschchen zu haben. Mal gesagt, machen wir später die Dekoratiererei. Genau. Wir erfinden auch gleich noch neue Wörter dazu. Auch hier ist jetzt so viel los, dass ich auf der Seite maximal Stempel benutzen würde. Hier wäre jetzt die erste Seite, wo ich anfangen würde oder anfangen werde, mit dem Stencil zu arbeiten. Und das auch hier unten an der Ecke, dass man das so, dass man dieses Überlappen der Papiere noch schön sieht. Und dann hier, welche nehmen wir denn? Ich habe mir so viele schöne rausgesucht. Und oh ja, das wollte ich ausprobieren. Mal gucken, ob es gelingt. Ich habe hier so eine richtig schöne Plastikborte. Genau, diese Plastikborte. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Die musste ich mir mal kaufen, weil die einfach so schick aussah. Ich dachte echt, dass der Stoff ist, war nämlich eingepackt. Ich habe natürlich die Verpackung nicht gelesen, ne? Und es war gar kein Stoff, es war Plastik. So, das treibt mich jetzt allerdings nicht in Wahnsinn, weil ich erstmal packe ich da hier und da mal ein Stück mit in die Happy Mails und hoffe, dass die Leute erkennen, dass man da wunderbar mit stenciln kann. Das wollte ich hier mit dem Victorian Velvet auch mal ausprobieren, wie gut das geht. Und hier ist immer der Trick, hier noch ein bisschen über den Rand oben zu bürsten, dass der Stencil oben. Nein, das ist falsch. Also wieder straight. Anlegen, weitermachen. So, und ist ja beim Junk Journal herrlich, ne? Also wenn es irgendwie nicht klappt oder wenn irgendwas scheiße aussieht, um es mal auf Deutsch zu sagen. Oh, ja, das sieht aber ganz schön aus. Gefällt mir. Wenn irgendwas mistig aussieht, einfach was drüber kleben. Ja, im Zweifelsfall hätte ich hier einfach eine Pocket drauf geklebt. Aber das muss ich sagen, das gefällt mir. So, hier haben wir auch eine vorbereitete Tasche. Also das werde ich auf jeden Fall nicht direkt hier hinlegen. Das werde ich in dieser Signatur häufiger benutzen. Häufiger. Nicht übertreiben. Meine Meinung, ne? Also jedem seine Meinung. Nicht übertreiben.
sondern wenn man so sich was wiederholt in einer Signatur von 10, 12 Seiten, es drei, viermal benutzen. Ne, dass man Wiedererkennungseffekt hat und das war es dann auch. Also ich würde es jetzt aber auch nicht gleich direkt hier wieder benutzen, hier würde ich was anderes nehmen. So, hier, ihr seht ja, ich habe einen Vellum, hier eine leicht gefärbtes Papier. Ne? Also was heißt gefärbt? Also das ist hier so ein, sag schon. Na? Ja, fällt mir nachher wieder ein. Dekopapier halt. So. Hier kann man jetzt was drauf machen. Also hier könnte ein Stencil hin. Müsste ein kleiner feiner sein oder aber auch ein Stempel. Hier kann auf jeden Fall ein Stencil hin. Weil hier einfach drei sehr neutrale Seiten zusammen sind. Mit dem Vellum muss ich auch mal gucken, was ich damit mache. Ob ich da vielleicht eine Pocket drauf setze, die man dann von hinten den Inhalt sieht oder so. Das ist immer ganz schick. Das ist auch später unser Thema. Was mache ich denn hier? Genau, wieder nicht den gleichen wie eben. Was haben wir denn da? Also hier auf der haben wir Noten und Linien. Noten und Linien. Das haben wir ja keine Signatur. Oh ja, die schöne, schöne Pfingstrose. So eine Pfingstrose. Ich rede mit mir selbst. Kennt ihr bestimmt, ne? So, ich könnte jetzt mich hier einfach werde. Ich könnte nicht werde. Im Victorian Velvet. Also ich würde jetzt zwar die Farbe mal doppeln. Die hatte ich zwar eben schon, aber ich nehme jetzt ein ganz anderes Motiv. Und ich glaube, dass diese Rose einfach in Rosa schöner aussieht. Was zu beweisen wäre. Und das ist auch so ein ganz zartes Rosa, bitte. Ja, das. Da mag ich, wenn sich das dann einfach wiederholt. Das Motiv, was draußen auf dem Cover ist. Mit Stenciln oder Stempeln, dass man dann auch so mal Rosen oder große Blüten nimmt. Muss nicht immer eine Rose sein. Was man jetzt schön machen kann, ist zum Beispiel hier so ein bisschen Braun in so ein paar Elemente mit reinzubringen. So, ja, das gefällt mir gut. Das gefällt mir. Mein Stuhl knetet herrlich vor sich hin. Also nein, Leute, ich habe immer noch keinen Schreibtischstuhl. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe mich auch nicht drum gekümmert. So, also, wir haben jetzt hier den Rosenstempel, da diesen. Ich glaube, nein, ich weiß, dass jetzt hier oben die Wiederholung von dem gut wäre. Ich könnte jetzt allerdings mal, ich habe jetzt schon eine leichte Überleitung ins Bräunliche gemacht. Ich nehme den jetzt einfach mal in Bräunlich. Also in den Vintage-Foto-Style, ja. So, jetzt, ich hoffe, dass ihr das noch vernünftig seht und mich nicht hier für bekloppt haltet. Das wird jetzt einmal eine recht kräftige Nummer, nimmt aber von links nach rechts ab. Oh ja. Das Zeug ist gebongt. Also alle, die ich demnächst mit Happy Mails beschenke. Ich habe davon ein paar Meter, ich kriege was ab. Weil ich benutze das echt nur als Stencil. Und da reicht tatsächlich einer, ne? Oder vielleicht zwei, wenn man hell oder dunkle Farben. So. Stencil. So, deswegen, also ich habe gestencilt, würde ich hier tatsächlich irgendwie Stempel verwenden und keine Stencil. Und hier würde ich jetzt wieder mit Stenciln anfangen. Jetzt haben wir liniertes Papier. Da bietet sich es doch mal direkt an, ein bisschen Schrift drauf zu stenciln. Bei dem Stempel, Stencil weiß ich mal nicht, wo vorne und hinten ist. Aber die Schrift kippt. Komm mal. Ja, ich weiß nicht. Also sieht immer sehr cool aus. Ich
schreibe aber keine Ahnung. Immer schon versucht, das Schriftbild so ein bisschen zu entziffern. Das hier könnte so ein Mai sein. Ich glaube, das ist einfach Fantasieschrift. Ja, das ist immer dieser Schriftfluss, ne? Schriftfluss versuche ich mal zu erkennen. Ja, recht schwer. Einfach nur so ein bisschen, ein Mühe, ein kleines süßes bisschen. Jetzt kommen wir hier wieder zu dem Teil. So, und das macht jetzt für mich Sinn und fein, wenn ich das auf der anderen Seite auch mache. Weil man auch so ein bisschen was um die Ecken sieht, sozusagen, ne? So. Also hier haben wir dann wieder eine. Sag ich mal, wie, harmonische Wiederholung. Habe ich den jetzt anders gemacht? Ne? Alles gut. Ja. Leute, und arbeitet nicht mit einem Stencil und danach irgendwie mit einem hellen Stoff oder sowas. Mit hellem Papier, was ihr hell behalten wollt. Oder wascht euch hinterher wunderbar die Pfoten. Weil ich habe jetzt hier schon wieder ganz braun und Vintage Velvet, Victorian Velvet Pfoten. So, das lasse ich jetzt so, wie es ist. Dann meine Schrift gegenüber. Das ist ein alten Kochbuch. Hier könnte man jetzt theoretisch was reinmachen. Ich gucke mal, ob ich hier auch so einen Krokelierhasen reinstecke. Ich glaube, in diese Signatur mache ich das nicht. Mache ich in der nächste. So. Und hier wäre tatsächlich eine Überlegung oder eine feine Sache. Ich würde jetzt oder werde jetzt. Könnt ihr mal aufhören zusammenzuhängen? Das ist frech. Sitz. Ich werde jetzt hier das so machen, dass es auf zwei Seiten ein großes Ganzes ergibt. Das heißt, wenn die beiden Seiten das hier gut zusammenlegen. Muss natürlich nachher beim Einbinden höllisch aufpassen, dass sie dann übereinander sind und nicht verschoben. Ich glaube, ich erinnere mich dann später noch dran. Das ist nur so die Sache, ne? Die Sache mit dem Gedächtnis. Wusel, Wusel, ich brauche einen größeren Schreibtisch. Obwohl, der liegt noch mal drauf. Ist auch nicht gut. Na, seht ihr? Seht ihr, jetzt habe ich es schon verschoben. Jetzt. Bald. So, wieder Farbe Vellum. Und hier habe ich wieder das. Was habe ich auf der Seite gemacht? Habe ich die Rose gemacht? Ich glaube, ich mache das mal genauso mit der Rose hier oben. Kneter, Kneter. Vielleicht, ganz vielleicht, komme ich ja auf die Idee, in der nächsten Woche mal einen neuen Schreibtischstuhl zu holen. So, jetzt kann man natürlich die Signatur schon den Stenzel umdrehen. Ja, ich muss jetzt hier mal ein bisschen verschwinden, ihr seid im Weg. Jetzt natürlich hier den Spaß umdrehen. Platztechnisch. Da, da, da.
Ich mag das, wenn Stencil so ein bisschen fester sind. Ich habe nämlich auch so ganz dünne, feine. Ich mir denke, oh Gott, wenn ich da jetzt irgendwie einmal falsch rüber rubbel, dann habe ich sie zerstört. Ich habe tatsächlich noch keinen kaputt gekriegt, was mich sehr wundert. Aber gefühlt war es sehr kurz, sehr oft sehr kurz davor. So. Hier wieder sehr viel Unruhe auf den letzten Seiten. Dann würde ich mich tatsächlich hier an der Stelle nochmal meinen, weiß nicht, Tischdecken-Schlabber-Stencil bemühen. Und es macht Spaß und Sinn, das in einem Zug zu machen. Also, dass man möglichst mit einem Farbauftrag hier, was auch nicht klappt bei der Länge, dass man möglichst mit einem Streich das hinbekommt. Oh, das ist. Wow, ich bin begeistert. Also, das hier ist, dass das so cool wird, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe da schon mal irgendwie so ein bisschen mit rumgehext, so ein bisschen rechts und links, aber an einzelnen kleinen Papierchen und nicht im Journal selbst. Ich muss sagen, es gefällt mir echt gut. So, die zweite Signatur ist, sag mal, was das Stenciling angeht, fertig. Ich schaue mal eben nach der Videozeit. Sagt mir das was? Wo steht meine Videozeit? 31 Minuten, wow. Leute, ich würde mal sagen, Stencil Teil 1 erledigt. Ich mache gleich noch ein Video, Stencil Teil 2. Damit ihr hier nicht einfach mega gelangweilt seid. Und da wird wahrscheinlich auch noch Krakelierteil 2 drin sein. Falls ihr jetzt alles wisst, was ihr von mir wissen wollt, dann überspringt den nächsten Teil einfach. Falls nicht, zieht ihn euch rein. Ich werde euch wieder ein bisschen was erzählen. Und fange jetzt gleich im zweiten Teil diese dritte Signatur an zu bestenzen. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Ich hoffe auch, dass ihr euch wiedersehe hier auf meinem Kanal und dass ihr den schon längst abonniert habt. Ich freue mich auf den Austausch. Bis demnächst in diesem Kino.